Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Mesh. In meinem heutigen Affinity Designer Tutorial zeige ich euch, wie ihr ganz einfach eine Foldback-Klammer oder einen Foldback-Clip konstruieren könnt. Wir legen ein neues Dokument an. Dieses Dokument lege ich als A4-Dokument an. Ich nehme mal hier diese Druckvariante für die Druckerei. Die Einheiten sind Millimeter. Ich lasse mir gleichzeitig ein Artboard anlegen. Die Farbeinstellungen übernehme ich so, wie sie sind. Und ich möchte das Ganze im Hochformat anlegen. Als nächstes möchte ich in meinem Artboard ein Raster anzeigen. Das könnt ihr machen mit dem Tastenkürzel Command Hochkomma, also die Hashtag-Taste oder Doppelkreuz-Taste oder Raute-Taste. Dazu drücke ich Command, Shift und Hashtag und ich habe dieses zweifarbige Raster. Wie kann man das einrichten? Das ist ja nicht Standard. Das macht ihr über das Ansichtsmenü. Und dann geht ihr hier unten auf Raster und Achsenmanager. Und hier könnt ihr die Farben für die Hauptlinien und für die Unterteilung einstellen. So, und nun geht das schon los. Ich beginne mal mit einem ganz einfachen Rechteck. Ich versuche meistens, die Sachen aus irgendwelchen Grundformen zu konstruieren. Dann braucht man das nicht komplett mit einem Zeichenstiftwerkzeug machen. Beginne mal ungefähr hier in der Mitte. Und nehme jetzt mal, bei mir ist das so, dass jetzt quasi die rot eingerahmten Kästen 20 mm sind. Ich zeichne jetzt ein Rechteck von 40 mal 60 mm. So, dieses Rechteck hat hier eine Füllung und eine Kontur eingeschaltet. Die Kontur schalte ich schon mal aus. Und die Füllung, die brauche ich jetzt gleich. Ich mache aber Folgendes, ich lege mir vorher eine Dokumentenfarbpalette an. Und das kennt ihr vielleicht schon aus meinen anderen Tutorials. Ich mache das ganz gerne, weil ich dann im Nachhinein ein Objekt komplett umfärben kann. Ich gehe hier oben also auf das Menü im Farbpanel, gehe auf Neue Dokumentenpalette. Diese Dokumentenpalette möchte ich jetzt noch umbenennen. Und zwar nenne ich die mal Foldback, Klammer, oder Foldback Clip. Dann möchte ich als erste Farbe Schwarz benutzen und diese Schwarz als globale Farbe in diese Dokumentenpalette aufnehmen. Dazu klickt ihr einfach hier unten auf diese Palette mit diesem kleinen Verknüpfungssymbol und dann wird das eine globale Farbe, die ihr an dem Dreieck hier unten links erkennen könnt. Die Farbe ist jetzt noch nicht diesem Objekt zugewiesen. Es ist jetzt noch diese Farbe hier oben. Ihr klickt da einmal drauf und jetzt ist die globale Farbe auch diesem Rechteck zugewiesen. So, dann brauche ich noch eine zweite globale Farbe. Dazu nehme ich Weiß. Und auch dieses Weiß füge ich jetzt wieder der Farbpalette hinzu. Und das ist jetzt auch eine globale Farbe. Und dann nehme ich noch eine dritte, und zwar dieses Grau. Füge auch wieder dieses Grau der Palette hinzu und jetzt habe ich drei globale Farben. Wofür ich die gebrauche, werde ich jetzt gleich zeigen. Das ist die Farbe der Klammer, das Weiß brauche ich für die Farbverläufe und das Grau werde ich später für den eigentlichen Metallbogen benutzen. So, jetzt gehen wir mal weiter in die Ansicht. Ich nehme mal das Zoom-Werkzeug mit Z. Dann könnt ihr hier reinzoomen und wenn ihr nochmal Z drückt, bekommt ihr immer wieder das Werkzeug, das ihr zuletzt benutzt habt. Jetzt möchte ich aus diesem Rechteck erstmal eine Kurve machen. Und wenn ich daraus eine Kurve gemacht habe, möchte ich jetzt gleich diese Eckknotenpunkte verschieben. Wenn ihr die Shift-Taste dabei gedrückt haltet, da bekommt ihr immer diese lilafarbenen Linien angezeigt. Und damit könnt ihr den Knotenpunkt an die gewünschte Position waagerecht bzw. senkrecht verschieben, sodass der immer auf dieser Linie liegen bleibt. Ja, und das mache ich jetzt mit dem hier auch. Und damit ist der Teil schon erledigt. Dem Ganzen weise ich jetzt mal diese Schwarz zu. Ihr könnt der Farbe selber auch einen Namen geben. Ich mache das mal. Ich nenne das mal Klammer Hintergrund. So, und dann wisst ihr auch, wofür welche Farben eigentlich gedacht sind. Das hier ist die Farbe
die ich mir gedacht habe für den Farbverlauf oder Gradient. Und das hier soll für den Metallbügel sein oder Metal Bracket. Jetzt gehe ich wieder hier in meine Werkzeugleiste oder ich nehme das Rechteckwerkzeug mit dem Buchstaben M und zeichne mir jetzt hier unten ein Rechteck rein. Ich zeichne nicht direkt hier auf den Rand, weil dann würde ich nämlich dieses hier verschieben. Und deswegen beginne ich jetzt an dieser Seite und ziehe mir das von hier auf und gehe jetzt genau 20 so, weil ich möchte es hier noch bündig drunter schieben. Das schiebe ich jetzt einmal hierher. Ich habe schon ganz selbstverständlich, ich wechsle immer zwischen den Werkzeugen. Ich habe gerade V gedrückt, das Verschieben-Werkzeug. Und auch dieses Rechteck werde ich jetzt umwandeln in eine Kurve. Und dann gehe ich auf das Knotenwerkzeug mit A und setze mir hier zwei weitere Knotenpunkte hin. Einen da und einen da. Und nur damit man es jetzt besser erkennen kann, fülle ich das mal mit dem Grau. Das brauche ich später nicht mehr. Und jetzt möchte ich die erstmal genau ausrichten, diese Punkte. Ich klicke den an, drücke die Shift-Taste und jetzt könnt ihr den hier auf dieser Linie hin und her ziehen. Und ihr seht jetzt, dass ihr genau hier auf dem Raster sitzt. Damit sitzt der Knotenpunkt genau mittig zwischen den Balken oben und unten. Dann möchte ich beide Knotenpunkte in eine weiche Kurve konvertieren. Und jetzt möchte ich jeweils den einen Punkt nach links verschieben. Und zwar mache ich das jetzt mit der Cursor-Taste 5 mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und auf dieser Seite mache ich das ganz genauso. 1, 2, 3, 4, 5. Damit wäre hier unten diese Wulst auch schon fertig. Oder diese Umbürdelung. Und jetzt nehme ich das ganze Objekt mit gedrückter Maustaste, drücke ich Alt und Shift. Ziehe das rüber, lasse die Alt-Taste los und jetzt kann man es schon erkennen, dass jetzt das Objekt hier an die richtige Position geschoben wird. Jetzt müsst ihr noch darauf achten, dass das hier richtig ausgerichtet ist. Also diese Ecken müssen genau in der Flucht sitzen mit der hier oben und auf dieser Seite ganz genauso. Und das passt auch. Als nächstes möchte ich hier unten etwas ausschneiden. Dazu nehme ich jetzt das große Rechteck, das habe ich ja schon in eine Kurve umgewandelt. Mit dem Ankerwerkzeug setze ich mir jetzt hier zusätzliche Knotenpunkte. Und zwar setze ich erstmal hier wahllos diese Knotenpunkte hin. Ich kann die ja danach beliebig verschieben. Na, so. Und jetzt nehme ich mal den ersten und schiebe den hier genau auf diese Trennlinie. Und hier mache ich das symmetrisch oder achsensymmetrisch genauso. Dann nehme ich mir diesen Punkt und ziehe mir den hier auf die Mitte und ich bleibe sogar nur drei Unterteilungen hoch, weil das ist ja später so, wenn die Klammer hier drin sitzt, die kann man auch bei diesen Foldback-Klammern, kann man auch die Bügel rauslösen, wenn man zum Beispiel die Dokumente später weglegt. So, und das Ganze muss natürlich hier noch ein weiter in diese Richtung. Jetzt möchte ich wieder runter, mache ich mir hier noch zwei Punkte hin. Und diese zwei Punkte ziehe ich mir jetzt, ich ziehe die mal gerade runter, so und so. Und jetzt benutze ich hier für diese Abrundung, hier möchte ich Abrundung reinmachen, das Corner-Tool oder Ecken-Tool. Nimm die Taste C, markiere diese beiden Eckpunkte, also ich habe jetzt hier oben dieses Werkzeug eingeschaltet, das Eckenwerkzeug. Und damit ziehe ich mir jetzt hier diese Ecken auf, und zwar bis ich genau auf dieser Höhe bin. Ja, und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch hier in der Mitte das Teil. Das mache ich jetzt wie folgt. Ich nehme wieder mein Rechteckwerkzeug und zeichne mir hier ein Rechteck. Jetzt müssen wir mal gerade mit der Größe gucken, ob das so einigermaßen passt. Das soll hier unten bündig liegen.
Das Ganze ziehe ich ein Stück weiter hoch. Und jetzt möchte ich hier noch entsprechend auch wieder Kurven reinbringen. Und zwar mit dem Kurvenwerkzeug nehme ich mir jetzt erstmal den bis hierher, den bis hierher. Und jetzt möchte ich hier noch Kurven anlegen. Ich schaue mal gerade, wie weit ich hier rüber gehen muss, bis ich ja, die Kurven werde ich gleich noch ein bisschen verändern, die sind mir zu schmal. So. Na. Jetzt ist es symmetrisch. Und jetzt ziehe ich mir mal diese Kurven hier ein Stück rein. So. Und hier mache ich das genauso. Hier oben ziehe ich das jetzt wieder ein bisschen auseinander, diese Knotenpunkte. Und zwar könnt ihr es entweder mit der Maus machen oder ich arbeite ja gerne mit der Tastatur. Dann kann ich das besser abzählen. Ich habe jetzt einmal Shift und Pfeil rechts gedrückt und das mache ich hier auch. Shift und Pfeil links. Und hier unten bei dieser Kurve hier, da gehe ich mal mit dem Radius ein Stück wieder zurück. Nimm mein Eckenwerkzeug C und jetzt ziehe ich mir diese Ecke nochmal ein bisschen neu auf, so dass das hier unten. Ich zoome nochmal ein Stück rein. Das sieht schon ganz gut aus. Und jetzt nehme ich mir nochmal diese beiden Anfasser mit dem Ankerwerkzeug. Und die beiden Knoten ziehe ich mir nochmal ein Stück weiter runter. So, und dann möchte ich die auch noch einen weiter nach da haben. Und hier auch nochmal einen weiter hier rüber, weil ich das in der Mitte etwas größer haben möchte. Also hier unten, das gefällt mir schon ganz gut. Und hier oben, den ziehe ich mir nochmal auf die Ecke. Und den ziehe ich mir nochmal auf die Ecke. Ja, wenn man das hier genau achssymmetrisch haben möchte, das ist bei mir ja jetzt nicht so, dann kann man das auch als halbes Werkstück zeichnen und es dann einfach spiegeln und die beiden Teilwerkstücke wieder oder die beiden Hälften, die achsensymmetrisch sind, dann zu einem mit dem Operation hier oben zusammenfügen. Das mache ich jetzt aber mal nicht. Ich gleiche das hier so ungefähr an, dass das auf beiden Seiten ähnlich aussieht und damit haben wir die Grundform eigentlich schon konstruiert. Als nächstes noch Folgendes. Ich setze jetzt die Farbverläufe da drauf und beginnen möchte ich hier mit dem großen Rückenteil. Das habe ich jetzt schon auf schwarz gemacht. Ich wähle jetzt mal mein Füllwerkzeug aus mit dem Buchstaben G. Und dann ziehe ich mir mit gedrückter Shift-Taste hier einmal so einen Verlauf drauf. Und jetzt ist als erstes mal ganz wichtig, dass ihr nur mit den globalen Farben arbeitet. Ich setze mir jetzt also hier unten das auf das Schwarz, auf den Hintergrund. Hier oben auch. Und dann setze ich mir hier einen neuen Kontrollpunkt. Und den färbe ich dann mit dem Weiß ein. Darunter setze ich mir einen weiteren, den färbe ich wieder schwarz. Und jetzt habt ihr hier oben schon fast richtig passend aussehen, diese Biegung drin. Und hier unten gehe ich jetzt analog vor. Ich möchte aber hier ganz unten auch noch ein Weiß haben. So. Und direkt darüber wieder ein Schwarz. Und dann kriege ich hier unten in dieser Wulst oder Umbördelung bekomme ich jetzt hier auch einen Farbverlauf rein. Den möchte ich noch ein bisschen weiter reinziehen. Dazu muss ich erstmal hier ein bisschen weiter reinzoomen. So, mein Raster mache ich mal kurz aus. Und dann gehe ich mal hier so ein bisschen weiter. Das ziehe ich mir noch ein Stück runter. Ihr könnt die Verläufe ja auch über die Objektgrenze hinausziehen. Und dann seht ihr, jetzt läuft er da unten eigentlich relativ schön rein. So, ich zoome wieder zurück, mache das Raster wieder an. Damit wäre der Verlauf für den Hintergrund eigentlich schon fertig. Im nächsten Schritt wähle ich die linke Kurve hier aus und mache da jetzt wieder einen Verlauf drauf. Verlaufswerkzeug, Shift-Taste drücken
Und da möchte ich jetzt auch wieder globale Farbe in Schwarz, hier auch, hier oben einen weißen und darunter, das kann man mal gucken, das könnte auch sein, dass das hier mit einem schon reicht. Das reicht mir schon für diesen 3D-Effekt, so ungefähr auf diese Höhe. Und hier können wir jetzt, wie ich das schon mal in einem Quick-Tipp gezeigt habe, die Eigenschaften dieses Objekts einfach auf dieses hier übertragen. Dazu drückt ihr Command-C, wie beim normalen Kopieren. Und wenn ihr jetzt den Verlauf bzw. die Füllung kopieren wollt, könnt ihr einfach das gewünschte Objekt auswählen und dann drückt ihr Command-Shift-V. Und dann habt ihr den Verlauf auf diese Seite kopiert und die Hintergrundfarbe auch. Ich mache das hier in der Mitte jetzt auch einmal, da muss ich den dann noch ein bisschen anpassen. Eigentlich muss ich das nicht mal, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich gehe da nochmal rein, ob ich den nochmal verändere. Nö. Das passt schon so. Gefällt mir. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch unsere Klammer. Dazu zoome ich mal wieder ein bisschen raus. Die konstruiere ich mir jetzt aus einer Ellipse. Nehme mein Ellipsenwerkzeug und muss mal gerade gucken, ob ich hier auch die Mitte von dem Objekt angezeigt bekomme. Bekomme ich nicht, aber es ist nicht weiter dramatisch. Ich möchte jetzt hier oben, sagen wir mal ungefähr auf dieser Höhe, möchte ich eine Ellipse zeichnen von der Mitte aus. So in etwa. Die Füllfarbe nehme ich weg. Dann stattdessen nehme ich die Kontur und zwar jetzt mit der globalen Farbe. Und das Ganze soll ein bisschen breiter werden, sagen wir mal 2,5 in dieser Größe ungefähr. Können wir auch hinterher alles noch anpassen. Und dann nehme ich mir ein Trapez. Auch das soll mittig sein. Ich fange mal hier in der Mitte an, drücke die Command-Taste und jetzt kann ich mir hier ein Trapez aufziehen. Und das ziehe ich mir ungefähr so, dass ich hier unten schon pass bin. Das sieht nicht schlecht aus. So. Die beiden sind jetzt schon zentriert. Mit dem Verschieben-Werkzeug wähle ich jetzt beide Objekte aus und mache daraus eine neue Form mit Add oder Addieren. Dann gehe ich in mein Knotenwerkzeug, nehme mir diese beiden Ecken und runde die erstmal ein bisschen ab. C und da möchte ich so einen kleinen Radius dran haben, dass die nicht so scharfkantig sind. Gehe wieder zurück zu meinem Knotenwerkzeug. Und hier setze ich mir jetzt in der Mitte einen neuen Knoten. Den möchte ich auch mittig ausrichten. Dazu drücke ich wieder die Shift-Taste und schiebe mir den genau hier auf die Mitte. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt die Kurve öffnen. Habe ich auch schon mal im Quick-Tip gezeigt, wie das geht. Hier also Kurve öffnen. Und dann nehme ich mir diesen Punkt mit gedrückter Shift-Taste und ziehe mir den hier rüber. Und diesen Punkt nehme ich mit gedrückter Shift-Taste und ziehe mir den hier rüber. Bis wohin spielt eigentlich keine Rolle, weil ich die ja nicht hier sehen kann. Jetzt zoome ich mal wieder rein. Schaue mir nochmal hier unten diese Ecken an. Und diese beiden Ecken, die und die, die würde ich ganz gerne noch ein bisschen krümmen. Dazu nehme ich wieder das Kurvenwerkzeug mit C und ziehe mir hier diese beiden Ecken ein Stück raus. Mit A gehe ich nochmal zurück und jetzt nehme ich mir die einzelne Ecke und mit gedrückter Shift- und Pfeiltaste schiebe ich mir die noch einen wieder nach links bzw. auf dieser Seite einen nach rechts, damit die noch ein bisschen wieder aus dieser Röhre herauskommen. Ja, und das Ganze muss natürlich jetzt unterhalb von diesen beiden liegen. Dazu schiebe ich jetzt einfach das Objekt in der Ebenenpalette hierher und jetzt liegt das da auch drin. Der ganze Bügel soll jetzt noch einen 3D-Effekt bekommen. Das mache ich hier über die Ebeneneffekte. Und ich schiebe es mal ein Stück zur Seite. Ich schalte mal hier den 3D-Effekt an. Und jetzt kann man schon sehr schön sehen, dass das schon eine gewisse Ähnlichkeit mit einem gebogenen Draht hat. Schauen wir mal insgesamt. Ich mache mal das Raster wieder aus. Die Klammer könnte vielleicht noch ein bisschen dicker sein. So. Vier Punkte. Ja. Ist halt eine massive Klammer.
Und jetzt muss ich mal schauen, ob der 3D-Effekt noch passt. Sieht das rund aus? Das könnte noch ein bisschen platt wirken. Ich mache noch mal einen weiter hier oben. Ich bin jetzt hier bei, sagen wir mal, machen wir es glatt, 10 Pixel. Ja, und damit sind wir eigentlich schon durch mit unserem Tutorial. Das Einzige, was ich noch mache, ich nehme gerne alle Objekte, um ein bisschen mehr Tiefe zu erzeugen, mache daraus jetzt eine Gruppe. Und dieser Gruppe füge ich jetzt noch über die Ebeneneffekte einen äußeren Schatten hinzu oder Schatten nach außen. Ich mache das mal an. Fahre hier mal so an die Seite, dass ich ein bisschen was erkennen kann. Und jetzt möchte ich hier einen ganz kleinen Radius einstellen. Sagen wir mal 2 Pixel. Dann einen Offset, dass der auch wirklich hinter dem Objekt hervorkommt. Ja, es ist noch... Es ein bisschen... Das ist schon fast zu viel. So, nehmen wir mal diese 4 Pixel. Und dann möchte ich auch die Deckkraft reduzieren. Hier oben ist mir schon viel zu viel. Na, der Offset muss runter ein Stück. So. Radius lassen wir mal auf 1. Ja, das gefällt mir schon. Ich schließe mal dieses Fenster. Ja, und damit haben wir unsere fertige Fallback-Klammer. Was jetzt das Schöne ist, dass ihr hier über die Dokumentenfarbpalette ganz leicht die Farben ändern könnt. Und zwar wichtig ist, wenn ihr hier in den Farben etwas ändert, dass ihr hier kein Objekt ausgewählt habt, weil damit würdet ihr die Farbe zuweisen. Wenn ich jetzt hier reinklicke, kann ich sagen, ich hätte jetzt aber gerne eine rote Klammer. Oder ich hätte gerne eine blaue Klammer. Oder eine grüne. Oder eine gelbe. Damit könnt ihr also sehr schnell die Farben ändern der Klammer. Und ihr könnt natürlich hier oben über das Grau, könnt ihr auch sagen, ich möchte vielleicht mehr einen messingfarbenen Draht haben, auch wenn Messing gar nicht so fest ist. Und ihr könnt euch dann hier eine Farbe auswählen, die vielleicht ein bisschen mehr nach einer messingfarbenen Klammer aussieht. Im Abspann zeige ich euch jetzt noch ein paar Beispiele, was man mit diesen Klammern machen kann, wo man die in seine Illustrationen einsetzen kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner neuen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Mensch Mesh.